Last Place unterwegs. Wir haben es gerade aktuell 23:30 oder so. Wir sind jetzt wieder oben gestartet, um mal zu gucken, ob hier alles sicher ist. So was machen wir öfter, so was machen wir eigentlich immer. Einfach Sicherheit geht vor. Lass uns die Bude mal gucken. Wir schauen uns die Bude mal an. Let's go. Kleine Couch. Genau, auf dem Dachboden hier. Ist relativ nichts zu sehen, ne? Hier ist auch einfach alles raus. Ja. Kleiderschrank. Noch zwei Schränke. Das ist die Terrasse da, ne? Naja, da gehe ich auch nicht hin. Ja, die Treppe müsste es mal geben. Die ist halt wirklich, wirklich extrem schmal. Also hier waren wahrscheinlich extrem kleine Leute unterwegs. Und ich auf jeden Fall nicht so dick wie ich. Ja. Ja, das ist der Keller. Den können wir Keller gehen wir heute nicht. Wir haben unsere Taucherklamotten nicht mit. Bleiben. Ja, ist auf jeden Fall ein großer Keller wäre es gewesen, aber... Die wird vom Wasser bei deinem Glück, dann landet das Handy da wieder drin. Ja, das bringt halt nichts. So, hier haben wir lauter Kram noch stehen, Putzmittel und sowas alles. Eimer, Gummistiefel, hier kannst du ja die Gummistiefel anziehen und da reinhüpfen. So, ja, weiter geht's. Was haben wir da? Ab ins Badezimmer. Was sagt das wunderbare Badezimmer? Das wunderbare Badezimmer ist extrem von Vandalismus betroffen. Alter, ganz ehrlich, ne? Was muss man für ein Trottel, ich drück's mal freundlich aus, sein, wenn man keine Hobbys hat, um hier hinzugehen, um irgendwas kaputt zu machen? Ich kapiere es einfach nicht. Geht nicht in meine Birne. Durchlauferhitzer geklaut. Ja, Digga, hier sowas muss nicht sein, ey. Ohne Scheiß. Nee, lass doch einfach, alles los ist. Aber hier, man kann sich noch rasieren. Ja, rasieren das ist. Geht noch klar. Ne? Und tatsächlich wunderbare Vaseline, wofür die wohl benutzt wurde. Hm? Was denkst du? Keine Ahnung. Wofür wurde diese Vaseline benutzt, Alter? Die Bromol-Tinktur. Ich mach die mal auf. Also ich sag mal so. Konsistenz sieht nicht so geil aus, aber riecht noch so, wie es riechen soll. Was ist da? Alter, was hast du da? Ammoniak oder was? Nee, das ist irgendwas Minziges. Alter, gleich werde ich high. Scheiße. Feindesinfektionsmittel. Ah, Desinfektionsmittel. Ja, das kann man immer mal gebrauchen. Was ist das hier für Salz? Substanz. Tanulokat. Substanz. Keine Ahnung. Irgendwas hier alles, Vaseline, Pflege und so ein Kram. Ja, das Badezimmer schaut doch gar nicht schlecht aus, ne? Ein bisschen in die Jahre gekommen. Also hier haben auf jeden Fall, bin ich mir 100% sicher, wieder alte Menschen gelebt. Das schaut mir einfach von der Einrichtung hier so aus. Das hier wird mal die Küche gewesen sein? Ja. Grill- und Pfannenwürzzauber. Herrlich, Alter. Hier hat auf jeden Fall jemand gut gewürzt. Ist da noch was drin? Jo, da ist noch was drin. Das klebt schon da unten fest, ey. Oh, der Onkel Nomad ist müde. Ja, ja, guck mal, im Kühlschrank. Mach mal auf, die Kiste. Leer. Außer in einem alten Topf ist da nichts drin. Aber hier hat doch jemand schön was für uns in den Ofen gesteckt. Auch nur hier zwei Töpfe. Schade, ich dachte, es gibt heute Kekse. Ich habe eigentlich Hunger mitgenommen. Jo, das Ding ist auch... schon Asbach uralt, wa? Ja, Alter, sowas kenne ich gar nicht mehr. Schränke, halt eingerichtet, wie alte Menschen das halt einrichten würden, ne? Hier, dieses Maggi, Alter, ist das Maggi? Alter. Was ist das denn, Junge? Oh, Junge, Alter. Bei Polenallergie durch? Ja, irgendwie sowas. Lachende Köchin. Lachende Köchin. Würze, ideal zum Abschmecken. Ihrer Gerichte. Alter Vater, ey. Ganz schön alt, wa? So ein Brühezeug da. Aktionspreis. 2,69. Boah, geile Kanne, oder? Hm. Ein paar Pillen drin gewesen, Mann. Boah, die Stauballergie kommt durch, ich schwör's dir. Boah. Ja, hier auch. Hat kleine Küche, ne? Richtig klein gehalten. Und da ist noch ein bisschen Rapsöl drin. Ja. Und
krass mit um die Schmier. Joghurt, ich hab's. Multivitaminsaft. Aschoko-Drink. Wunderbar, von Milsani. Hau weg. Brennspiritus. Ja, irgendjemand hat hier eine Party gemacht und seinen Müll da reingeschmissen. Ja, kennt man ja. Ist ja gefühlt in jeder Location so. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Schlafzimmer. Hier hat auf jeden Fall irgendwer irgendwie gehaust. Keine Ahnung. Ja, sowas, aber guck mal die Boden an hier, ist ja schon alles am rumgammeln. Muss eigentlich nicht sein, ne? Nee. Schimmelt's auch schon. Das war bestimmt mal geil. Bestimmt mal eine schicke Location. Hier, aber von den Klamotten her sieht man einfach, also man sieht halt einfach, da waren hier, es müssen alte Leute gewesen sein hier so. Ja. Guck dir den Style an. Na gut, siehst du heutzutage auch wieder die ganzen komischen Leute ziehen sich ja heute auch schon wieder an, wie keine Ahnung. Jetzt werde ich weggehatet. Nein, ist auf jeden Fall. Ist nicht mein Geschmack. Alte Menschen. Aber ich muss sagen, das riecht nicht schlecht. Alter, ich dachte gerade, hier haben wir so einen richtig fetten Tanger oder so. Was ist das? Digga, naja. Das ist. Digga. Scheiße, Alter, ich hab das jetzt angefasst. Globuli? Was ist das? Globul. Kannst du lesen? Hau dir mal eine rein. Nee. Wonach riecht das? Keine Ahnung, das ist eine papierige Konsistenz. Das also. Könnte vielleicht so. Erfrischungszeug gewesen sein. Alter, Unterhose. Was ist das eklig, ey, boah. Ja, ich glaube, ich brauche vielleicht Desinfektionsmittel. Ja, hier ist nicht mehr viel zu sehen. Einfach nur alles zugemüllt und ja, zugewuchert. Bettwäsche, meine Taschenlampe ist so am rumfackeln, man gibt mir das auf den Sack. Ja, hier nur rumrandaliert. Muss echt nicht sein. Die Zeitung ist von Juli 2002. Macht das Ding leiser, sagt er zu dem Kerl. Der Oppi ist sauer. Ne? Oh Junge, jetzt filmst du mich hier. Ja, ich musste ja so ein Oppi filmen. Ich musste ja sowas filmen, was so ähnlich ist wie der Oppi. Ne? Ja, das Schlafzimmer. Ab in den nächsten Raum, ab in das Wohnzimmer. Ein wunderbares Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist tatsächlich relativ schick. Ja, also, ne? Gute mir krabbelt's hier im Nacken, ey. Eine Motte. Irgend so eine Motte mit dem Nacken krabbelt, ey. Ja, wir sehen. Oh, die greift mich an. Hau ab, Mann. Dieses Viech, ey. Wir sehen hier wieder Gläser, Besteck und der übliche Kram, ne? Das ist halt wirklich so ein 0815 alte Leute-Haus, muss ich sagen. So hat es bei meinem Opa damals früher auch ausgesehen. Hier, Opa Ernst. Mhm. Rauchen ist tödlich. Rauchen ist tödlich. Was ist das? Könnten Sie Cannabis? Cannabis? Erzähl keinen. Ja, verschiedene Cannabis. Cannabis. Irgendwas mit Cannabis. Die Schublade geht schon gar nicht mehr auf. Lassen wir hier unten. Auch das übliche Besteck, Tischdecken. So ein Kram halt nicht. Weißt du, was ich mich halt immer frage an solchen Orten? Ich frage mich halt immer an solchen Orten, warum die so verlassen sind, dass halt wirklich noch alles an Möbel und Zeug so drin ist, ne? Tja. Aber hier, es schreit ja schon wieder nach gestorben und keiner kümmert sich drum. Richtig, das sieht hier nach älteren Menschen aus. Der wird irgendwann gestorben sein, keiner hatte Bock darauf. Dann steht das Haus hier leer. Niemand kümmert sich drum. Eigentlich ist das ja richtig traurig, ne? Guck mal, hier hast du doch ein Sofa für deine Ohren, Leute.
Ne, den Overnighter, den mache ich dann doch lieber auf der Rücksitzbank. Ja. Komm, ein Zimmer. So, letztes Zimmer, meine Freunde. Was war das hier? War ja auch so eine Art. Ne, Büro könnte es gewesen sein oder so. Ja. Ein paar Unterlagen. Was haben wir denn hier? Das Postleitzahlenbuch. Alter. Habe ich noch nie was von gehört, dass es sowas gibt. Ja, wieder ein Schrank. Ja, das war hier so ein Zimmer hier. So eine Art Büro. Hier hat der Herr des Hauses gesessen und. Also, man muss ja dran glauben können, ne? Um sowas irgendwie auch feststellen zu können. Aber in so einer Location würde ich tatsächlich mal hier so welche. Gibt doch welche auf TikTok und auf YouTube, die mit solchen paranormalen Geräten hier losgehen und irgendwie. 24.06.2002. Ne? Da hier müsste. Scheint hier 2002 alles zu Ende gewesen. Alter, da bin ich geboren, Digga. Heftig. So ist das. Ein Leben kommt, das andere geht, ne? Jo. Wie gesagt, allen Respekt gegenüber Toten, ne? Also lieber Helmut, wunderschönes Häuschen hattest du. Ich hoffe, du bist am besseren Ort und wir verlassen diesen Ort jetzt, ne? Ey, hier ist eine Fledermaus drin. Alter, hier fliegt eine Fledermaus rum. Moin. Ich will dich nicht stören. Alter, hab ich mich erschrocken. Komm. Ah, komm, wir gehen. Das war auf jeden Fall das Haus vom Helmut. Wir danken auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like und einen Kommentar. Vergesst nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.